sind im neuen Jahr und wir fangen an natürlich mit der fünften Jahreszeit. Fünfte Jahreszeit ist die Karnevalszeit und wir sind hier heute in der Elisengalerie, weil hier die Öscher Bürgerwehr heute den Trötemann enthüllt. So, neben mir habe ich den Kommandanten Herrn Hommelsheim stehen. Herr Hommelsheim, wer ist die Aachener Bürgerwehr? Die Aachener Bürgerwehr ist ein Traditionsverein im Aachener Karneval, besteht seit 1922 und hat die letzten Jahre, was auch ein großer Verdienst unseres alten Kommandanten war, mehr und mehr Veranstaltungen ins Leben gerufen und letztendlich unsere Großveranstaltung im Eurogress, die Metzgere-Sitzung und die große Bürgerwehrsitzung am Karnevalsfreitag etabliert. Ein bodenständiger Verein, der trotzdem im Bewusstsein der Tradition modern nach vorne marschiert. Jetzt haben Sie heute das Kommando übernommen als Kommandeur. Was ist das für ein Gefühl? Das Kommando habe ich schon am 8.11. in Berlin übernommen und im Anschluss dann beim Generalchorappell am 15.11., als mir das Chor übergeben worden ist. Da war die, sag mal, echte Feuertaufe, obwohl das ein kleinerer Rahmen und nicht ein dermaßen öffentlicher Rahmen war. Es sind große Fußstapfen, man muss reinpassen, man muss sich dran gewöhnen, aber ich bin persönlich zufrieden. Die Reaktionen aus Aachen sind zufriedenstellend und insoweit kann ich mir nur wünschen, dass es so weitergeht wie bis jetzt. Jetzt haben wir da oben ja auch noch einen Trötemann stehen. Was ist das für ein Symbol bzw. was ist das für Ihren Verein? Der Trötemann ist ich will nicht sagen ein Maskottchen, aber eine Art Maskottchen, eine Galeonsfigur, die über uns wacht im Karneval, die auch hier bis zum Aschermittwoch steht, oder besser gesagt bis zum Karnevalsdienstag steht und den Leuten einfach auch sagen soll, Leute, es ist Karneval. Also man soll Karneval wieder feiern. Man soll Karneval wieder feiern und auch raus auf die Straße gehen, Volkskarneval leben, den Sitzungskarneval leben. Alles das, wovon der Karneval jahrelang gezehrt hat und was teilweise ein bisschen in Rückgrat geraten ist. Heute dem Karneval wie jedes Jahr wieder ein Zeichen setzen, und zwar unser Zeichen. Das Zeichen unserer Galeonsfigur des Trötemanns. Da oben steht er schon, noch leicht verhüllt, aber die Enthüllung des Trötemanns, die obliegt einer ganz besonderen Person, und zwar noch dem designierten Prinzen Bernd. Der wird es auch gleich mit uns zusammen machen. Vorab gebe ich Ihnen nur einen kleinen Ausblick auf das, was wir heute alles vorhaben mit Ihnen. Wie gesagt, der Trötemann wird enthüllt. Wir haben ein kleines, aber feines karnevalistisches Programm für Sie vorbereitet. Lieber Bernd, wir machen ein wenig Platz. Ich übergebe hier die Bühne mit deinen Mannen, wollte ich sagen. Aber du hast noch was zu sagen. Ich habe noch was zu sagen, ja. Mir wird heute Morgen ganz besondere Ehre zuteil. Nicht nur, dass ich den Trötemann enthüllen darf, sondern auch noch in einer zweiten Sache. Deine Bürgerwehr hat mich gebeten und wie gesagt, es ist mir eine ganz besondere Ehre, dich als Kommandanten mit den entsprechenden Insignien auszuzeichnen heute Morgen. Da wäre zum einen eine Kette, so wie es für einen Kommandanten richtig ist. Ein Zepter für den Kommandanten. Lieber Michael, ich wünsche dir auch im Namen meines Hofstaates für deine Kommandantur, für deine erste Session alles erdenklich Gute, viel Erfolg und was am wichtigsten ist, viel Spaß und Freude dabei. Ja, vielen Dank, Bernd. Also eine Ehre für mich, auch was vom Prinzen zu erhalten. Der erste Dank geht natürlich an die Bürgerwehr, die das möglich gemacht hat. Vielen, vielen Dank, Leute. Es ist mir eine große Ehre, das von euch zu erhalten. Es gefällt mir auch richtig gut. Applaus
Dann bin ich so langsam, glaube ich, auch komplett ausgestattet. Dann kann die Session losgehen. Jetzt geht es voran. Da oben steht er. Du musst hoch. Ja, da geht kein Weg dran vorbei. Hätten sonst so Körnischen runterhängen lassen müssen. Aber das haben wir nicht gemacht. Nee, der Prinz muss sich einmal pro Jahr noch ein bisschen anstrengen. Mit nach oben gehen und dem Tröttelmann das Tuch entreißen, damit dieser jetzt schön wachen kann über das ganze karnevalistische Treiben in der Stadt Aachen. Bernd, bitte. Steht er nun in voller Pracht und wacht bis zum Karnevalsdienstag über das närrische Treiben in der Stadt. Am Karnevalsdienstag widerfährt diesem Herrn jedoch dann ein trauriges Schicksal. Da wird er verbrannt. Aber das ist so, und auch wenn er verbrannt wird, nächstes Jahr um die gleiche Zeit steht er wieder da. Das ist ein richtiges Stehaufmensch, unser Tröttelmann, und er wird seine Sache dieses Jahr wie jedes Jahr immer gut machen. Zur Enthüllung, Bernd, nochmal vielen, vielen Dank. Ich darf jetzt noch einmal den Harry Ebert bitte auf die Bühne bitten. Der Harry Ebert ist vielen, vielen Leuten in Aachen hier bestens bekannt. Es ist der Herr, der hinter den meisten Orden steckt, ebenso hinter unserem Sessionsorden. Produzent der Orden, kann man sagen, und nicht nur für uns, für viele, viele Vereine und auch ein großer Karnevalist. Und ich habe gehört, du hast noch ein kleines Präsent für uns mitgebracht, Harry. Ja, lieber Michael, liebe Öschow-Bürgerwehr, liebe Karnevalsfreunde, dir als neuer Kommandant der Öschow-Bürgerwehr darf ich einmal die historische Serie des Kaiser Karls, des Doms und des Rathauses überreichen. Zum Glück für dich, damit du eine schöne Session hast und viele schöne Momente in der Öschow-Bürgerwehr. Vielen, vielen Dank. Das war das Erste. Die Kette habe ich auf Maß gemacht, damit die auch schön passt, weil er ja was größer ist als uns. Da ich selbst aus der Öschow-Bürgerwehr komme, ich habe eben noch ein Bild bekommen, wo ich in im Musikzug war, als Fanfarenspieler, dann ist mir ja ein bisschen so enger mit dem Verein verbunden, mit der Öschow-Bürgerwehr. Mein Onkel war Kommandant, Peter Kröckel, und Cousinen waren Tanzmariechen. Und dir darf ich den Pin überreichen, oder die Pins, die schenke ich euch, damit die Öschow-Bürgerwehr auch ein bisschen eine Kasse noch bekommt. Das war das. Auch dafür vielen, vielen Dank, lieber Harry. Ich komme für Weihnachten. Wird immer gut eingepackt. Der Bernd guckt schon so, das bekommst du auch, aber später, du bist ja noch nicht Prinz. So, lieber Michael, den Orden, den Damenorden und den Pin als Erinnerung und Dankeschön an die Öscher Ordenswerkstatt für das Vertrauen und auf eine schöne, tolle Session. Euch allen viel Spaß. Danke, dass ich hier sein durfte und dass ich für die Öscher Bürgerwehr den Orden machen darf. Dankeschön. Das waren ja gleich drei Geschenke auf einmal. Vielen, vielen Dank, Harry. Ja, verbunden mit der Bürgerwehr, jedes Jahr auch immer ein wunderschöner Orden. Nicht nur ein Dank von uns aus dem karnevalistischen Brauchtum heraus an sich, sondern auch von vielen, vielen anderen Vereinen, denen du immer sehr, sehr viel ermöglicht, was gerade Orden und andere Schmuckwaren angeht. Ich kann mich mehr als bedanken. Double merci, seit meiner Woche. Das sage ich auch hier mit. Vielen, vielen Dank. Und wir werden jetzt weiter im Programm machen. Von Lambert, die,
unsere Kindertanzmarie, die Lena, auch ihr zu Ehren ein dreifach kräftiges Oche. Ja. Lena! Ja. Öscher Bürgerwehr! Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Lena. Ihnen wünsche ich jetzt erstmal viel, viel Spaß mit bekannten Liedern und der mehr als bekannten Sabine Ferien. Sabine, bitteschön. Lieber Michael, vielen Dank. Fast der Lorenz zu sagen. Habt ihr auch der Weihnachtsbaum noch stehen? Ja. Ja, ich auch. Habt ihr auch die Engelchen noch über einige Ecken stehen? Nee. Es sind aber viele, die noch Engelchen in den Ecken stehen haben. Aber Weihnachten hat mit Engelchen zu tun und der Fastelovend auch. Und für die ganzen Engelchen, ob Weihnachten, ob Fastelovend, habe ich euch ein Medley mitgebracht. Und habt ihr Lust, ein paar alte Öscher Fastelovendslieder mitzusingen? Ich denke ja. Lied ab! Schaffte einen Mutraum mit Seelen.
Mit bekannten Liedern, Alt-Aachener Liedern, das, was auch immer noch mit und was Love und hier in Aachen ausmacht. Unser Kaiser ist seit mehreren hundert Jahren tot, auf den Tag genau 1200 Jahre, im Jahr 2014. Der Ausschuss Aachener Karneval hat aufgrund dieses Anlasses gebeten, dass man doch bitte ein gemeinsames Motto, was der AAK mit vorgibt, dem sich anschließt. Es hat was mit Kaiser Karl zu tun und wir haben natürlich der Bitte des Ausschusses Aachener Karnevals eine Folge geleistet und haben auch unser Sessionsmotto mit unserem Kaiser, unserem Stadtvater verbunden. Wir interpretieren die ganze Sache jedoch ein wenig anders, denn bei uns heißt es Bürgerwehr in Kaiser Karl, Rocke der Öscher Karneval. Wählen wir das Ganze ein wenig rockiger. Was das so ungefähr heißen soll, das kann ich Ihnen jetzt zeigen, und zwar in Form unserer Motto-Show. Bürgerwehr in Kaiser Karl, Rocke der Öscher Karneval.
auf dem Fuße der Motto-Showgans unserer Kindergruppe. Bitteschön. Wir haben jetzt langsam aber sicher unser ganzes karnevalistisches Tanz- und Musikprogramm abgespult und es wird mal ein bisschen Zeit für einen Farbenwechsel hier auf der Bühne. Meine Damen und Herren, liebe Karnevalsfreunde, karnevalistisch geht es weiter, aber jetzt nicht mit uns, sondern mit einem Gastverein. Begrüßen Sie bitte die KG Echte Fröngde aus Lammersdorf. Meine Damen und Herren, man sieht mal wieder, Platz ist in der kleinsten Hütte. Hier wird es richtig kuschelig auf der Bühne. Liebfischer, auch wir haben ich ein Klingprogramm mitgebracht. Und wir wollen anfangen mit einem kleinen Mariechen, die ihre Premiere hier heute in Aachen gibt. Ihre Premiere nicht nur in der Session, sondern es ist das erste Mal, dass sie überhaupt als Mariechen auftritt. Von uns für euch, Diana. Thank you.
Augenschmaus, hier oben zu stehen und so früh im Jahr, so früh in der Session, ein so begeistertes, närrisches Publikum zu sehen. Euer Prinz Bernd wurde eben vorgestellt, er hat hier den Trötemann enthüllt. Auch wir schätzen uns glücklich, Qualitäten seit Vereinsbeginn, seit 1994 in unseren Reihen zu haben. Und ich darf es durchstellen, in diesem Jahr unser Dreigestirn an der Spitze, seine Qualität, Prinz Stefan, der Erste. Ihm zur Seite, seine Wichtigkeit, Bauer Charlie, der Erste. Und ich denke, Oren Roche ist ein bekannter Drehgestier, ist nur dann noch komplett, wenn man noch eine nette Jungfrau hat. Seine Lieblichkeit, Mark Tilda, die Erste. Und wie das so bei drei Herren der Fall ist, ich weiß ja, wie das ist bei den Männern, die Vergesse hier jetzt, Vergesse da jetzt, sind Dolly getiert, sind Dolly getiert, haben sie eine Kümmerin und die Kümmerin ist unsere Ellen. Jetzt darf ich erstmal den Kommandanten, den Michael, zu uns bitten. Und darf auch den Dieter Jacobs, der das Ganze, was Kontakt anbetrifft und Kontaktaufnahme anbetrifft, zu mir bitten. Und ihr habt so einen tollen Mann, der hier die ganze Organisation macht, in diesem tollen gelben Kostüm. Ich darf unseren Prinz bitten, euch unseren diesjährigen Sessionsort zu bereichern, als Anerkennung für die Leistung, die ihr hier bringt. Und auch als Grundlage, denke ich mir, für eine beginnende Freundschaft. Er ist im ersten Mal und hat mir Häsen. Ich denke, nicht das letzte Mal. Und ich kann jetzt sagen, die Stadtwache Öscher-Borjawehr wird im nächsten Jahr in Namersdorf sein. Und wir werden das kleine Pflänzchen, was wir jetzt das Jahr Ende Pause haben, immer gießen, damit eine große Stärke hoch wird. Wenn ich dann aber jetzt ganz kurz einmal stören darf. Wir dürfen uns ja auch ein bisschen revanchieren, bevor euer letzter Programmpunkt beginnt. Wir möchten euch auch entsprechend mit unserem diesjährigen Sessionsorden auszeichnen, der auch als Stern unter dem Motto Bürgerwehr in Gläser Karl, Rocke, der Öscher Karneval steht. Und da bitte ich unsere Marketenderin, die Nana Mickig, nun die Orden zu verleihen. Und noch für die gesamten Männer aus dem Dreigestirn. Nicht erschrecken, einer ist keine Frau, der tut nur so. Was so ein kleiner Scherz am Rande, die Jungfrau kriegt gerade den Orden. Die Jungfrau wird in den nächsten 4 Wochen Vater. Das ist auch nicht alltäglich. Was ist denn da los bei euch? Ich bin entsetzt. Nana, vielen Dank. Wir räumen jetzt die Bühne wieder, bedanken uns recht herzlich. Ist die feierliche Verleihung der Jupp Scheuen Gedächtnisplakette. Diese Auszeichnung wird vergeben an Leute, die sich im Aachener Karneval sehr, sehr verdient gemacht haben. An dieser Stelle möchte ich dann auch erstmal die ehemaligen, heute anwesenden Preisträger begrüßen. Das ist die Lokalredaktion der Aachener Nachrichten und der Aachener Zeitung. Das sind die Domspatzen, Annemarie Reuter, die Aachener Büttenrednerschule, der Akika, Michael Rademacher, Helmut Koch, die junge Feien Beberau und auch zu guter Letzt das Öscher Schenkchen, der Preisträger des vergangenen Jahres. Kommen Sie nach vorne. Bilden Sie ein schönes Spalier, ein schönes Bühnenbild für den kommenden Preisträger. Das ist der Gerd Simons. Die Bühne füllt sich, das ist gut so. Doch bevor wir zur Verleihung der Jupp-Scheuen-Plakette schreiten, die heute an den Gerd vergeben wird. Lieber Gerd, komm nach hier oben.
müssen wir natürlich auch en Detail ganz genau wissen, warum bekommst du die Jupp Scholl Gedächtnisplakette. Das willst du auch wissen. Ja, da sind wir beide gespannt jetzt. Es wird natürlich jetzt auch noch auf unseren neuen Preisträger, den Gerd Simons, eine Laudatio geben, gehalten vom Herrn Otto Trebels vom Oeschscher Schenkchen, Vorjahrespreisträger. Aber um auch nicht zu viel der Laudatio vorzugreifen, wir haben es hier mit Gerd Simons, mit einer Stimme Aachens zu tun, die uns karnevalistisch über das Radio informiert hat. Wir haben hier mit einem Schreiberling zu tun, der uns in Print- und Online-Medien immer auf dem Laufenden hält. Ein rasender Reporter in Sachen Karneval, um nicht zu sagen die Carla Kolumna des Karnevals, wenn man in Benjamin Blümchen-Sprache redet. Ein Mann, der sondergleichen mit dem Karneval verbunden ist. Seit Kindesbeinen ist er Karnevalist, aktuell auch Sitzungspräsident, Vereinskarnevalist. Was soll man noch alles sagen? Das spare ich mir jetzt, dafür gibt es einen Laudator. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der Gerd die Jupp-Scholl-Plakette verdient hat. Und warum er sie verdient hat, das hören wir jetzt von Otto Trebels vom Oeschscher Schenkchen. Otto, bitteschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leibfreunde von der Feuerwehr, lieber Gerd. Wenn man sich etwas näher und genauer mit der Person Gerd Simons und dem Karneval beschäftigt, kommt man unwillkürlich zu der Überzeugung, was hat er eigentlich im Karneval noch nicht gemacht? Ich werde jetzt keine Litanei von Tätigkeiten aufzählen, sondern mich auf einige Dinge, auch aus Zeitgründen, beschränken. Ja, man brauchte viel Zeit, um alles das zu erwähnen und ins rechte Bild zu rücken, für die Gerd Simons verantwortlich zeichnet. Ein echter Oeschscher ist er ja nur zur Hälfte, weil nur sein Vater ein richtiger Aachener ist. Aber der Rest der karnevalistischen Familie hat ihn schon von Kindesbeinen auf die richtige Spur gebracht. Mit dem Kinderzug ist er schon als Achtjähriger durch die Straßen der Stadt gezogen und ebenfalls als Kind bei der närrischen Garde als Büttenredner auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gestiegen. Noch nicht mal 20-jährig kam er dann 1982 in die Medien, in diesem Fall der Rundfunk. Für ihn kam das dann hinzu. Ausgerechnet bei unseren belgischen Nachbarn in Eupen hat er bei Radio Distel das Mikrofon in die Hand genommen. Weitere Stationen waren das Studio App im Marienhospital und als Mitgründer und Moderator das Radio Studio Kelmis. Also mit den Belgern hat er irgendwie. Aber die heimatlichen Medien ließen ihn nicht ruhen. Seit Anfang der 90er Jahre bis 2010 war er bei Radio Aachen freier Reporter und Moderator. Wer würde sich nicht an die legendären Kommentare und Moderationen erinnern? Im Jahr 2000 setzte er sogar noch einen obendrauf. Er rief Radio Alaaf, Europas ersten Karnevalssender, ins Leben und verbuchte damit einen Sensationserfolg. Auch wohltätigen Zwecken hat er sich nicht verschlossen. Er moderierte von 1996 bis 2006 eine närrische Benefizgala bei Golden in Eilendorf mit dem Stammtisch Oeschscher Fastelovend. Als wenn das nicht alles schon genug wäre. Nein, die Benefiz-CDs Oeschscher Fastelovend-Hits und Oeschscher Weihnachtshits hat er ebenfalls mit initiiert und organisiert, wie auch das Weihnachtssingen des AAK auf dem Katschhof. Wer denn glaubt, nur am Mikrofon oder die Radiowellen seien sein Metier, der täuscht sich. Denn auch die schreibende Zunft ist sein Zuhause. Schon seit 1987 ist er freier Mitarbeiter der Aachener Zeitung mit dem Schwerpunkt Karneval und ebenso bei der Aachener Woche und Super Mittwoch beim Karnevalsmagazin Tusch war er Chefredakteur. Doch auch, das haben wir eben schon gehört, die neuen Medien wie das Internet lassen ihn nicht ruhen. Im Karnevals-Online-Magazin Oche Alaaf tummelt er sich auf. Ach, da er ja sonst nichts zu tun hat, sitzt er auch in der Jury des Oeschscher Karnevals Kulturpreises.
Ich hatte zu Beginn meiner Laudatio gesagt, dass ich mich auf einige Dinge beschränken wollte. Genau das habe ich getan. Denn es gäbe noch viele andere Aktivitäten, die Gerd Simons zu einer stadtbekannten und unverzichtbaren Person machen. Die vielfältigen Ehrungen, die Gerd Simons für sein Tun erhalten hat, habe ich ausgespart, denn heute kommt ja noch eine Ehrung hinzu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Leif Vastelovenzirkel, Leif Freunde von der Bürgerwehr, ich möchte mit einem Spruch aus einem Stück des Oescher Schenkchens enden, die den typischen Oescher charakterisiert, der aber auf Gerd Simons nicht zutrifft. Schockeniere, Grinte, Siere, ist der Oescher sie vermach. Er will selbst das Ding zekieren, ja, das ist ein anger Sach. Leifer wade wir noch jet, bis in ein anderer Made Bett. In der Nähe wir uns drehen, knusche, knuttere, schloffe ihn. Gerd Simons war und ist ein Karnevalsmacher, der immer aktiv und voller Ideen ist und sich nicht ausruht. Daher ist es die logische Konsequenz, lieber Gerd, dass du heute von den Freunden der Oescher Bürgerwehr völlig zu Recht mit der Jupp-Schollen-Plakette ausgezeichnet wirst. Ich sag dich, vielmals merci für das, was du für den Oescher Vastelovend gedacht hast, und wünsche dich, Frau Hatze, viel Glück und blieb wie du bist. Merci. Lieber Otto, vielen, vielen Dank für diese Laudatio. Ja, komm einen Schritt nach vorne, dann darfst du dich gleich als Preisträger mit einreihen in die ganzen Preisträger, die schon hinter dir stehen. Wir werden dir nun, und das macht unser Jupp-Schollen-Organisator und ehemaliger Preisträger Michael Rademacher, dir zuerst die offizielle Jupp-Schollen-Plakette überreichen. Es ist kein Band dran, die können wir nicht umhängen. Und genau aus dem Grund, weil da kein Band dran ist, du aber jedem zeigen sollst, dass du sie hast, bekommst du auch von uns den offiziellen Jupp-Schollen-Gedächtnis-Pin. Der wird jetzt durch unsere Zeugmeistereibeauftragte, die Leonie Habert, überreicht. Und um das Ganze jetzt noch perfekt zu machen, eine Urkunde für dich, lieber Gerd. Unsere Marketenderin bringt sie rein. Offiziell ist es nun, du bist unser Preisträger im Jahre 2014. Und ich möchte dir dazu recht herzlich gratulieren. Ja, lieber Gerd, eine Auszeichnung ohne Band, dafür mit PIN und eine Urkunde. Ich übergebe dir jetzt das Mikro für ein paar Worte und ich glaube, du hast auch eine kleine Überraschung mitgebracht. Ja, herzlichen Dank, liebe... Gut, dann gehen wir kurz zusammen. Also herzlichen Dank, ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und sie ist was fürs Herz und ich denke, jeder Oescher, der für den Karneval was macht und der eine solche tolle Auszeichnung bekommt, der ist sehr, sehr glücklich und das bin ich auch. Und die meisten, die mich kennen, die wissen ja, ich bin kein Freund vieler Worte. Ich habe euch eine Überraschung mitgebracht. Vor vielen, vielen Jahren gab es in Aachen eine Band, die hieß Böse ob der Band. Der Dieter Böse ist ein guter Freund von mir. Und er hat sich, nachdem ich ihn überredet habe, spontan dazu bereit erklärt, für uns heute auf der Akustikgitarre ein, zwei alte Liedchen zu singen. Und ich hoffe, es wird ein Comeback im Aachener Karneval für dich werden, Dieter. Bühne frei für unseren Dieter Böse. Jetzt sitze ich hier allein in meinem Kämmerlein. Ich wäre gerne Hengst, doch ich bin ein armes Schwein. Maggi, Würfelsuppe, Pizza, Hut, Big und weg. Kann die Zähne nicht mehr finden, somit brauche ich auch kein Besteck. Nee.
denn meine Frau ist weg und der Hund und auch voll warm der stolze Hängebauch. Ja, dann nenn dich doch der Bus an der Hanselmann, komm zu Fuß auf nimm de Tram. Stell genau die Welt ja längst nimm die, dann nimm dich doch Taxi, dann nimm dich doch Taxi. Seitdem du weg bist, trag ich einen Helm zur Sicherheit. Zwischen den benutzten Tellern haben zwei Silberfische Streit. Menge Nobersee, bei ihnen da in der Bude, da muss ne Leiche sein. Da sag ich schon, Mann, das kann nicht ziehen, ich war nur klein. Pipi! Denn meine Frau ist weg und der Hund und auch Feuerwarm der stolze Hängebauch. Ja, dann nennt sich doch der Bus an der Hanselmann, komm zu Fuß auf Mendeltram. Stell genau wie das Jahr längst nimm ich, dann nimm dich doch Taxi, dann nimm dich doch Taxi. Deine Wäsche ist jetzt überwiegend rosa-rot. Der Kanarienvogel, den du mich geschenkt hast, die scheinen da tot. Ist es im Vogelhimmel, wa? Die weißen Spitzenjardinen in der Küche sind jetzt dunkelbraun. Du kannst mich mal besuchen, wenn du willst, du musst dich nur trauen. Komm doch mal vorbei, denn meine Frau ist weg und der Hund und auch Feuerarm, der stolze Hängebauch. Jo. Ja, dann nimm die Stolle Bus an der Hanselmann, komm zum Fuß auf Nendetram. Stell genau wie jedes Jahr längst nimm ihn, dann nimm die Stolle Taxi. Ja, dann nimm die Stolle Bus an der Hanselmann, komm zum Fuß auf Nendetram. Stell genau wie jedes Jahr längst nimm ihn, dann nimm die Stolle Taxi. Und jetzt! Alle. Ja, dann nimm dich doch der Bus an der Hanselmann, komm zu Fuß auf Mendeltram. Stimmt genau wie das Jahr längst nimm ich, dann nimm dich doch Taxi. Ja, dann nimm dich doch der Bus an der Hanselmann, komm zu Fuß auf Mendeltram. Stimmt genau wie das Jahr längst nimm ich, dann nimm dich doch Taxi. Dann nimm dich doch Taxi. Hanselmann. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank für die musikalische Untermalung. Auch dir nochmal, Gerd, vielen, vielen lieben Dank. Bevor wir nun langsam aber sicher das Ende der Veranstaltung einläuten, bitte ich noch einmal den Wirm Lürken auf die Bühne. Denn auch der AAK darf etwas sagen und hat etwas zu sagen zum Preisträger. Lieber Wirm. Darf ich das auch in der Hand nehmen? Danke. Ja, darfst das natürlich. Ja, bevor ich dem lieben Gerd gratuliere, darf ich, glaube ich, ein ganz großes Lob loswerden. Lieber Michael, ich glaube, im Namen aller darf ich dir recht herzlich zu der tollen Feuerprobe gratulieren. Du hast es toll gemacht. Vielen Dank. Und was ihr nicht wisst, ich aber weiß vom Programm her, er ist eine halbe Stunde vor der Zeit, das hat es in den letzten 30 Jahren nicht gegeben. Und jetzt zum lieben Gerd. Lieber Gerd, ich gratuliere dir ganz herzlich im Namen aller Aachener Karnevalsjecken zu dieser Auszeichnung. Mit dem Gerd haben wir, der Otto hat es eben schon gesagt, ab den 90er Jahren eine Stimme nach außen gehabt über Radio Aachen und die belgischen Sender, die vergessen wir jetzt mal. Aber ich denke noch gerne zurück an Radio Alex und dann Radio Aachen
und wie sie jetzt alle heißen, lieber Gerd. Wir haben viele, viele Stunden miteinander verbracht, karnevalistisch wohlgemerkt. Und du wurdest damals schon genannt, jetzt muss ich mich schwer konzentrieren, die fleischgewordene Narrenkappe. Daran hat sich bis heute nichts geändert, es ist nur mehr Fleisch geworden. Lieber Gerd, ich danke dir im Namen des Oschow-Fastenhof ganz herzlich für die letzten Jahrzehnte, freue mich auf die nächsten Jahrzehnte und gratuliere dir zu dieser tollen Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch! Ja, lieber Wilm, vielen, vielen Dank auch noch für diese Dankesworte an unseren Preisträger. Ich darf mich auch bedanken. Und meine Damen und Herren, mit diesem Bild wollen wir im Großen und Ganzen die Veranstaltung beenden. Wir werden uns jetzt von der Bühne verabschieden. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Jupp-Schollen-Plakette, die du heute verliehen bekommen hast. Was ist das für ein Gefühl? Es ist einfach grandios, es ist ein überwältigendes Gefühl. Das ist für mich der Dank von allen Karnevalisten für das, was so in den letzten Jahrzehnten im Aachener Karneval passiert ist, wo ich halt dran mich beteiligen durfte, wo ich halt dann teilhaben durfte. Was hast du gedacht oder gefühlt, als du hörtest, dass du diese Plakette bekommst? Für mich ist die Jupp-Schollen-Plakette eine der wichtigsten Auszeichnungen von Aachener Karnevalsverein. Und es war ein Adrenalinstoß und es war ein übergroßes Gefühl. Hatte ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen heute, bevor ich sie bekommen habe. Und jetzt bin ich einfach nur überglücklich. Ich freue mich darüber sehr. Super. Ja, du bist ein Mann aus dem Karneval, machst ganz, ganz viel. Was steht zur nächster Zeit an? Ja, jetzt machen wir erstmal wunderschön die Session. Wir werden jetzt, heute ist der Anfang von der Session an diesem Wochenende, dann haben wir noch eine andere große Sache vor. Wir wollen einmal freitags morgens eine Frühsendung machen im Fernsehen. Da habe ich das große Glück, dass man mich gefragt hat, ob ich eine Sendung moderieren darf. Das finde ich total toll, freue mich darüber, dass man so ein bisschen auf meine Kenntnisse setzt, dass ich so 3 bis 4 Leute kenne im Aachener Karneval und ich hoffe, dass ich das transportieren kann im Fernsehen, wie auch im Aachener Radio, wie wir es gemacht haben. Freude, Karneval pur und dass wir den Menschen an den Empfängern das rüberbringen, was der Aachener Karneval einfach ist, nämlich pure Lebensfreunde. Super, vielen Dank. Dankeschön. Unsere Stadt, wenn ich so oft